Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Genau so ist es. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind wieder am Start. Ich bin wieder zurück. Und jetzt geht es auch weiter. Gelangen zum Kreis der Elemente. Das war die nächste Aufgabe. Oder das ist die nächste Aufgabe. Warte mal, ich muss auch gerade wieder irgendwie mein... Ich habe leider keinen Schmied, ne? Krieg ich den nicht irgendwie gemacht? So nebenbei? Nö, ne? Wir müssen echt aufpassen, auf jeden Fall. Gut. Dann machen wir heute weiter mit der letzten Prüfung. Die Mission, nicht die Mission, die Quest, die wir in der letzten Folge unterbrochen haben. Wie gesagt, ich muss ja dann irgendwann weg auch. Jetzt geht's weiter auf jeden Fall und... Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Wer? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. So. Hexer sind nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Wir wollen nur zum Kreis. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind ein Sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Gut, dann auf. Suche Schutz im Tunnel. Gefunden. Überwinde das Hindernis. Achso, das hier, oder was? Okay. Moment. Oh, ja. So was habe ich gedacht. So. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Halt mal die Klappe, du hast keine genug Ärger gemacht. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur brabbel, brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Sorry. Wir kaputt hauen. Na komm. Gut. Wir lassen unsere Schwerter hier.
und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht im Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Gut. Wir sollen immer noch zum Kreis der Elemente. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Hol dich nachher bei Eskel aus. Genau. Nur noch. Ah, da sind noch zwei Schritte. Okay. Da sind wir beim Kreis der Elemente. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Ich stimme nur das Zeug hier mit so. Wie soll das Phylakterium auf den Altar legen? Dann machen wir das doch. Zack. Entzünde die Fackeln rund um den Altar. So, machen wir es so. Wenn der Typ da nicht stehen würde, hätte ich das eher geschafft. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Schöne Aussicht. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Und wie? Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Super Geschichte. Echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Und da mussten wir auch alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Ich bitte drum. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Nein. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Wusste ich nicht. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert.
verschwinden wir von hier. Ja. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Welch ein toller Vergleich. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Okay. Gut, dann ab zurück zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. So. Gut. Kurz aktualisiert, das hässliche Endline. Das machen wir gleich sofort. Ich suche gerade mit sie. Ich würde jetzt gerne noch einen Schmied aufsuchen, weil dadurch kann ich meine Rüstung machen. Die letzte Prüfung, die Mission haben wir abgeschlossen. Und wir haben nochmal 500 Erfahrungspunkte bekommen. Aber nochmal, ich würde gerne einen Schmied mal aufsuchen. Hilft Jennifer das? Oh, da ist einer. Da muss einer sein. Oh, das ist ein Waffenschmied. Oder auch nicht. Benutzen. Ach so. Ah, super. Ist so ein scheiß Schleifstein gewesen. Nimm mal mit. Ich dachte mir, wäre ein Schmied gewesen, aber schau mal, war es kein Schmied, sondern eher ein, nur ein Schleifstein für mich. Ich würde mich gerne noch was haben, um mal meine Rüstung zu machen. Na gut, ich hoffe, wir kriegen noch eine Möglichkeit. Wir müssen mich jetzt mal zu Jennifer, das Megaskop präparieren. Ja. Keine Angst vor Silber. Juma, ne? Ja, Wesen mit Juma, genau. Okay. So. Da müssen wir hoch. Ich kann die gar nicht sprinten. Doch, kann ich wohl. Verflucht nochmal, du Stück Scheiße! Wow. Welch eine nette Begrüßung. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen. Was ist los? Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst.
Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Tja, und was soll ich tun? Schön, was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Lambert habe ich schon geholfen. Jetzt suche ich Eskel. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Das tut's gar nicht. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Und wie mache ich das? Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Bitte was? Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deine... Ähnlich wie eine Wünschelrute, ne? Und, worauf wartest du? Gut. Warte mal, ich guck gerade, ob ich noch... Warte mal, wie war denn die Quest? Störung kam aus... Dann, da war man nämlich als erstes dran, auf jeden Fall. Das würde ich mich gerne auf jeden Fall auch machen noch. Genau. Jennifer ist da oben, murmelt sich hin. Finde Eskel und hilf ihm bei der Jagd auf den Gabelschwanz. Das ist die nächste Aufgabe auf jeden Fall. Das würde ich aber mal behaupten, das machen wir dann auch in der nächsten Folge erst. Weil wir sind jetzt hier soweit durch für heute. Ja, ich muss ein bisschen was, auch noch wieder ein bisschen was vorbereiten. Was ist da unten? Achso, Jennifer bestimmt. Ja, okay, kann sein. Ja, genau. Wir sind heute durch für heute. Ich würde eigentlich, ich habe irgendwie trotzdem doch nochmal einen Schmied suchen. Das wäre super. So. Mit Uncharted bin ich ja jetzt Gott sei Dank durch komplett. Geht jetzt demnächst weiter mit einem neuen Projekt. Dann am Sonntag oder Montag. Ich weiß es nicht genau. Weil dann sind es nicht mehr so viele Megaprojekte. So, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3 mit unserem Freund Geralt. Und dann suchen wir Eskel auf und helfen bei der Jagd auf den Gabelschwanz. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.